Hallo liebe Freunde, weiter geht's mit Stellaris. Mein Name ist Max. Ich bin Otto. Und in der letzten Folge ist viel passiert und viel auch nicht passiert. Wir haben einen mutigen Selbstmörder nach dem anderen in ein schwarzes Loch geschickt und haben am Ende nicht viel daraus gelernt. Außer, dass es Dinge gibt, die wir noch nicht verstehen können, die wir jetzt aber dabei sind zu erforschen. Und die wir gerne verstehen wollen. Die wir gerne verstehen wollen, oh ja. Und die ja vielleicht letzten Endes uns auch ein Stück näher an den Großen durchbringen. Den wir ja so sehr lieben und verehren. Das Merkwürdige war ja, dass da Liebesgedichte rauskamen aus diesem schwarzen Loch. Mhm. Das war wirklich eigenartig. An Rhonda Milton. An Rhonda Milton. Eine liebliche Frau. Durchfrau. Rhonda Milton hat es heldenhaft gemacht. Die war super drauf. Das war eine Heldin. Danach, wie hieß sie, Mina Hussein, die wusste, was ihr blüht, die hatte echt keinen Bock. Die hat schon abgeschnitten. Also die hatte keinen Bock. Die war schon fertig mit dem Leben. Aber wenn der Gottkönig sagt, du fliegst da jetzt hin. Der Feuchtgebieter. Dahin. Ja, der Feuchtgebieter das sagt. Ja, sie hat schon resigniert. Sie hat schon aufgegeben. Es war sehr traurig. Aber sie hat es gemacht. Und nachdem wir sie reingeschickt haben, haben wir zumindest das Schiff von Mengao wiederbekommen. Das natürlich ohne seine qualifizierte Führung gar nicht so viel wert ist. Aber immer noch so viel wert wie ein Forschungsschiff. Na, immerhin. Immerhin. Könnte schlecht sein. Foundling heißt es nun. Findling. Findling, ja. Gut, manchmal ist es da Englisch, manchmal nicht. Das ist doch das Schöne bei diesem Spiel. Lassen wir uns nicht von Trüde. 90% übersetzt wurde. Lassen wir uns nicht ich könnte vor lauter Aufregung kann ich mir schon gar nicht mehr reden. Mir hat es auch wirklich das Herz zerspalten. Aber wir haben ganz vergessen zu erwähnen, wir haben ja eine große Quest jetzt vor uns, die wir auch abschließen können. Nämlich die Vernichtung der ketzerischen, bösartigen Marodeure, die zumindest einen Sinn haben für coole Schiffsgestaltung, das muss man ihnen lassen. Aber dieses Schiff wird es ja nicht mehr lange geben und wenn doch, dann in unserer Hand. So sieht es nämlich aus. Da sind wir fleißig am Forschen. Wir wollen die Zerstörer fertigstellen. 30 Monate dauert es noch knapp. Das ist doch nix. Das ist nix. Und was ist sonst noch auf unserem Plan? Darauf warten wir dann noch erstmal. Wir wollen hier die primitive Zivilisation endlich mal unterjochen. Ja. Yeah. Also. Nee, wir wollen die doch eigentlich nur spirituell führen. Genau. Manipulieren könnte man jetzt sagen. Besser ausgedrückt. Ja. Aber da ist kein großer Unterschied. Nee. So ehrlich müssen wir sein, aber pst. So. So, mal schauen. Ja. Die Frage ist halt immer noch, wohin wir uns ausbreiten. Ich würde sagen, ins ganze Universum. Aber ich denke, du wolltest wissen, temporär. Temporär. Wo wir uns jetzt als erstes. In der kurzen Frist. Wir haben in der letzten Folge haben wir noch Aliens getroffen. Stimmt. Die ersten. Die erforschen wir auch direkt mal. Damit wir mit denen sprechen können. Das könnte ja das sein, worauf ich mich schon die ganze Zeit freue. Nämlich Kontakt. Das könnte Kontakt sein, muss aber nicht. Klar, können auch wieder irgendwelche Primitiven oder unwichtigen NPCs. Primitiven nicht, aber NPCs ja. Also Quest-Aliens, nicht richtige Widersacher. Genau. So, schauen wir mal. Ach, unser Forschungsschiff ist auch ganz... Also man muss dazu sagen, weil wir jetzt schon viele Aliens eigentlich getroffen haben, aber noch nie das, wovon ich spreche, weil wir haben es noch gar nicht erwähnt. Es gibt natürlich auch andere Aliens dann, die genauso wie wir gerade dabei sind, Sternbasen zu bauen, Forschungsschiffe zu bauen, quasi genauso wie wir spielen, nur eben mit einer anderen Politik und NPC gesteuert, mit denen man dann auch handeln kann, mit denen man Krieg führen kann, die eben sehr wichtig und sehr groß und Widersacher sind. Nicht so wie diese kleinen Quest-Aliens, die man schnell mal wegbombt oder mit denen 2-3 Fragen beantwortet. Ja, und da wird es dann nämlich auch interessant, weil die haben ja dasselbe Ziel wie wir, nämlich sich auszubreiten. Und es kann ja nur einen geben, der alles hat. Ansonsten muss man ja teilen. Und teilen es tun wir nur mit Lurchen. Ja. Und deswegen, naja, schauen wir mal. So, wir bauen jetzt endlich hier in Mios einen Vor-Außenposten, um die guten Miosianer dann mal zu beobachten. Vielleicht können wir sie ins Raumfahrtzeitalter begleiten und sie so zu unserem Protektorat machen. Das wäre natürlich super. Fantastisch. Fanatisch. Der erforscht das mal, das Farbschema. Das ist okay.
muss er übrigens jetzt zu eventuellen Widersachen dazu sagen. Mhm. Wenn die jetzt ungefähr so gut sind wie wir, ungefähr so gespielt haben wie wir, nur mit dem kleinen feinen Unterschied, dass die nicht dauernd neue Timmys in schwarze Löcher schicken, sind die ja schon ein bisschen weiter als wir tatsächlich. Im schlimmsten Fall. Dann haben sie vielleicht ein paar mehr Systeme erkundet. Aber das ist ja weniger Forschung. Wir haben es ja für die Forschung auch getan. Eben. Ja, ich meine nur, das ist und durchaus ich glaube, spannend. Das ist schon ganz nett, dass wir diese Technologie jetzt erforschen können. Die dauert auch gar nicht mal so lange, nur 30 Monate. Mhm. Die entropische Rekursion, die dann die Omega-Theorie ermöglicht. Keine Ahnung, was es bringt, aber hört sich auf jeden Fall sehr cool an. Ungefähr so lange wie unsere Flotten, ne? Die, auf die wir jetzt warten. Oder? 30 Monate? War ja nicht auch unsere Kriegsschiffe, die dauern nur noch 26 Monate. Ah. Ich sag dir auch ungefähr so lange. Hättest du auch einfach Ja sagen können, aber danke. Fürs Berichtigen. Ein bisschen klug scheißen, weißt du. Richtig. Ach Quatsch. Ist, ist doch alles nur Spaß. Du bist doch ein sehr kompetenter Weltraumeroberer. Man sollte dazu sagen, die Eingabebefehle, die ihr die ganze Zeit seht, die werden natürlich alle vom Nico ausgeführt. Genau. Der hat gerade den Controller in der Hand und bedient ihn wie eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Ich bin stiller Lerner. Habe das Gefühl, ich lerne hier einiges. Merke aber auch, dass wenn ich dann doch die Sachen selber ausführen soll, ich manchmal auch merke, dass das alles bei Nico leichter aussieht, als es tatsächlich ist. Ja, die ganzen Menüs, die sind immer sehr verschachtelt, man muss sich zurechtfinden. Um Übung kommt man einfach nicht drum herum. Ja. Aber natürlich, das alles mal zu sehen, hilft einem schon mal zu wissen, was man grob tun muss. Und dafür bist du und dieses Let's Play großartig geeignet. Danke dir. Ein bisschen Selbstlob am Rande. Uralte Bergbautruhen. Nico, was ist denn los mit denen? Was hat es damit auf sich? Den Bericht über Weltraumdrohnen aus manchen Systemen ist nachgegangen worden. Bei den Drohnen scheint es sich um die Arbeiter und Verwalter einer autonomen Orbitalbergbauunternehmung zu handeln, die hier vor Jahrtausenden ihren Betrieb aufgenommen hat. Dem Zustand der Verarbeitungsausrüstung nach zu schließen, scheint die Besatzung aber schon bald darauf abgezogen zu sein und die Drohnen allein zurückgelassen zu haben. Die Drohnen verfügen über leistungsstarke Bergbaulaser und nähern sich heranfliegenden, durchleuchten Schiffen bedrohlich, wenngleich nicht völlig feindselig. Die Drohnen mögen zwar alt sein, aber der heilige Fluss sollte sie keine Sekunde lang aus den Augen lassen. Wo sind sie denn, die Drohnen? Schauen wir mal. Gut, jetzt haben wir es nicht gesehen. Sollte vielleicht dazu sagen, der gute Nico ist ja jetzt gerade unser Vorleser Nummer 1 von 1, denn ich habe noch gar nichts vorgelesen. Wir haben uns am Anfang darauf geeinigt, Nico mit seiner Erzählerstimme liest die Erzählertexte vor und ich kümmere mich um das Synchronisieren der Aliens. Da wir aber einfach keine treffen, habe ich hier wenig zu tun. Na, das ist, das ist ganz schön eigentlich. Ja. Lehn dich zurück, mein Lieber. Mach ich. Dafür machen wir das doch hier. Jetzt sind wir nämlich schon beim nächsten Ereignis angekommen. Spannend. Der Tempel des Kreislaufs, Zeichen im Stein. Archäologen haben, vielleicht hat es sogar was damit zu tun, der Kreislauf. Archäologen haben im abgelegenen Hochland von Steinembach auf unserer Heimatwelt einen vergessenen Tempel entdeckt. Jahrhundertelang war er unter den Erdmassen begraben. Die Marodeure. Vielleicht sogar. Die haben da auch sich eingenistet. Wurde aber jüngst durch das Erdbeben freigelegt. Der Kreislauf war ja eigentlich von dieser... Schwarze Loch, ja. Was war wird sein? Wir konnten ihn durch die vorindustrielle Zeit auf die vorindustrielle Zeit zurückdatieren und ermitteln, dass er per Hand in den Vulkanstein geschlagen wurde. Mhm. Das Symbol aber, das man auf den Mauern und auf dem sternförmigen Altar vorfindet, ist eine Schlange. Dann hat es damit zu tun. Die Schlange! Die in einer Möbius-Schleife ihren eigenen Schwanz frisst, hat in unserer Frühgeschichte keinen offensichtlichen Vorläufer. Und die Inschriften verwenden ein unbekanntes Alphabet. Ein reizbarer Archäologe hält den Tempel für ein Relikt einer unbekannten Vorläuferrasse. Das Erdbeben scheint sich zur gleichen Zeit ereignet zu haben, als wir die letzte Nachricht aus dem Schwarzen Loch im Yamex Singularity System erhielten. Und vermutlich ein unbedeutender Zufall. Ich denke nicht, dass das ein unbedeutender Zufall ist. Ganz grobes Gefühl. Will ja auch bedeuten, dass diese Schlange da unten ja schon ewig ist. Ja, der Tempel. Ja, also auf jeden Fall lange vor uns. Ja. Eine Schlangeweile sozusagen. Hier haben wir geschnitten. Wir haben nicht gehört, was gerade geschehen ist. So, was antworten wir denn jetzt, Nico? Lass uns doch die unangenehme Stille überbrücken mit fanatischen Gedöns. Ein Weg hat sich uns geöffnet. Ja, das ist jetzt nicht so fanatisch, aber das können wir mal nehmen. Ja, was macht denn das überhaupt? Untersuchung des Kreislauftempels.
Ist beides Untersuchen des Kreislauftempels. Na gut. Situation log updated. Das tun wir natürlich. Ja, ich mache mal auf Pause. Es geht mir alles zu schnell. So, ja. Die Bergbaudrohnen, die können wir auch mal. Ne, die erforschen wir noch nicht. Solange nicht die Zerstörer erforscht sind. So, Kreislauftempel direkt mal erforschen. Hammer. Die wartende Schlange. Meine Güte, das. Das ist eine Quest, die ich unbedingt beenden will. Aber wirklich mehr als alles andere. Absolut. Echt so. Die Besiedlung des Weltraums ist nebensächlich gerade. So. Jetzt haben wir hier unsere Grenzen erweitert um Mios drumherum, wo die frühe Weltraumzivilisation steht. Beobachtungsposten, den bauen wir jetzt, damit wir interagieren können mit der primitiven Zivilisation. Ja. Primitiv im relativen Sinn gesehen, zu den Lurchen natürlich. Und manipulieren. Genau. Im Vergleich zu den Lurchen sind alle Spezies primitiv. Auch die sind ja jetzt gerade auf unserem Entwicklungsstand. Mhm. Zu einer frühen Raumfahrer. Mhm. Zeit. Phase. Dann können wir hier schon mal die. Du baust weiter fleißig. Station, ja. Ah, wir haben ja auch ganz lange nicht mehr geguckt, was hier los ist. Hat sich nicht viel geändert. Okay, hier auch nicht. Naja, gut. Das Planetenwachstum ist noch beschleunigt. Das ist gut. Mega. Hier ist noch rückläufig. Aber die auswandern, ne? Mhm. Also es ist nicht rückläufig, aber es ist gemindert dadurch, dass sie auswandern. Und hier 1,4. Ja, man will schon optimal, dass überall die Zahlen noch nach oben gehen, ne? Ja, natürlich, klar. Gibt es sowas wie Überbevölkerung als Problem? Ja, absolut. Ah, okay. Wenn du nicht genug Wohnungen auf deinem Planeten hast für die Bevölkerung, dann gibt es hier ganz schön Stunk, dann sind die Leute unzufrieden. Mhm. Und Wohnungen schaffst du dadurch, dass du Distrikte baust, in denen die wohnen können. Mhm. Ob wir das noch erleben, lieber Nico, die Besiedlung des Weltraums. Wenn wir noch irgendwann mal auf einen anderen Planeten verschoben werden, weil hier die Mietpreise zu teuer sind, weil die globale Erwärmung zu hart zukickt. Auf welchen willst du? Kalt, warm, feucht, trocken? Jetzt natürlich nach dem Lurcherlebnis hier, sehr gerne auf einen feuchten Planet. Nach dem Lurcherlebnis will ich auf jeden Fall nicht in ein schwarzes Loch. Nee, auch nicht, wenn es mir einen Liebesbrief schreibt. Ich möchte auch nicht auf dem Forschungsschiff arbeiten. Purple Rain. Dann noch lieber Konstruktion. Purple Rain, was ist da los? Die kulturelle Elite auf Steinem Bach ist irgendwie an Bilder der faszinierenden lilafarbenen Regens von Jürgen Wörzner Mötzne, die von den Oberflächenerkundungssonden der ISS Earhart aufgenommen wurden. Die Entdeckung hat zwar keinen wissenschaftlichen Wert, aber die bewegenden Bilder der farbenfrohen Niederschläge lösen in der Lurch-Künstlerwelt eine kleine Renaissance aus. Und inspirierten zukünftige musikalische Interpretationen. Ja, wahrscheinlich. Deren positive Effekte noch auf Jahre hinaus zu spüren werden. Zufriedenheit plus 10%. Super. Lobe ich mir dann, Purple Rain. Wenn Copyright jetzt nicht so zickig wäre auf YouTube, würde ich hier gleich mal ein bisschen Purple Rain einspielen. Ach, das wäre so schön. Ja, das wäre super. Rest in Peace. Das geht auch eigentlich alles ganz gut. Also die sind da alle sehr freundlich. Man darf das alles machen. Mhm. Man muss im Regelfall die Leute dann persönlich anschreiben und sagen, hey, hier, geh mal, ich will euren Song benutzen. Da sagen die, ist okay. Aber wir hat auch keiner Lust, da wirklich anzuschreiben und die Erlaubnis zu fragen und sich dann die Lizenz schicken zu lassen und die in die Dings zu packen. Ja, siehst du, das ist schon beim Erzählen kompliziert. Ja, für so einen schönen Moment, wenn hier einen kurzen Event aufploppt. Ja, das ist absolut wert. So, jetzt nee, man kann das auch einfach machen und manchmal stört sich auch keiner dran. Ja, ist auch schön. Das geht auch. Ja, dann gucken aber wir mal. Bevor ich dann die Szene rausschneiden muss. Es geht weiter. Warte, dafür muss ich zweimal einatmen. Oh! Okay, jetzt darf ich? Ja. Der Tempel des Kreislaufs, Zeit und Stein. Unsere Wissenschaftler konnten viel über den unterirdischen Tempel in Erfahrung bringen. Einige Fragen aber sind immer noch offen. Eine am sternförmigen Altar ausgerichtete Dachöffnung lässt darauf schließen, dass er einst ein Sonnenkalender gewesen ist.
Durch das Erdbeben wurde er aber derart schwer beschädigt, dass wir das nicht mehr verifizieren können. Wenn es bestimmte Daten gab, die den Erbauern wichtig waren, so werden wir diese niemals erfahren. Mit dem unbekannten Alphabet hatten wir dagegen mehr Glück. Es handelt sich um eine minderwertige Variante einer besser bekannten hieratischen Schrift. Keine Alienschrift also. Wir konnten sie erfolgreich entschlüsseln. Der Tempel ist der wartenden Schlange gewidmet. Bei den meisten Inschriften handelt es sich um sonore poetische Beschwörungen ihres Erscheinens oder, wenn in die andere Richtung gelesen, ihres Aufbruchs. Das finde ich ganz süß. Wow. Eine weitere Gruppe von Inschriften beschreibt das Wirken des Universums. Unsere begeisterungsfähigen Archäologen sind überzeugt, dass sich darin Referenzen auf moderne Feldgleichungen befinden. Für uns nichts Neues, aber für einen Tempel dieses Alters äußerst beeindruckend. Wir haben aber noch keinen Physiker gefunden, der offiziell behaupten möchte, dass es sich um bedeutsame Referenzen handelt. Soweit wir das sagen können, birgt der Tempel keine kosmischen Geheimnisse oder Alienwaffen. Seine dunklen Bereiche aber sind von ausgeprägter bedrohlicher Schönheit. Und die Poesie der Beschwörungen der wartenden Schlange wird äußerst populär. Sie werden mit zeitgenössischer Musik untermalt. Sie werden in Sammlungen veröffentlicht. Na, aber hallo. Das finde ich auch erwartet. Richtig verehrt, ich verehrt. Ja, wir sind natürlich auch spiritualistisch. Ne? Also gerne mal verehrt. Oh, zu Recht, das ist ja auch ein Zeichen. Machen wir den Kreislauftempel zum Pilgerort. Zeig mal die Alternativen. Sozialforschung ist langweilig. Also nicht langweilig, aber... Hier ist etwas im Argen. Wir müssen den Tempel versiegeln. Oh, nein, ich würde gerne wissen, was es damit auf sich hat. Allerdings könnten wir unsere Religion natürlich auch gewaltig in den Popo reiten, wie man so schön sagt. Wenn jetzt auf einmal da eine Religion, die tatsächliche physische Präsenz zeigt, vorhanden ist. Die integrieren mit Göttern, die man auch sehen kann. Integrieren wir einfach in unsere... Also wenn das so einfach geht, du verstehst das Spiel besser als ich, weißt du? Das ist das erste Mal. Ich würde sagen, das machen wir. Ich würde sagen, das ist unser Gott gewesen, feuerfrei. Pilgerort machen. Klar, was steht denn? Eine Weisheit aus dem Glauben unserer Vorfahren. Was wahr wird sein? Erhöht unter anderem die planetare Zufriedenheit. Das ist doch super. Mit dem Modifikator und? Pilgerweg. Merkwürdige Doktrin plus 20%. Und das wollen wir jetzt erforschen, damit wir diese Quest beenden können. Ja, absolut. Feuerfrei. Super gut. So, dann gucken wir uns erstmal hier die Forschung an. Dann würde ich sagen... So, ich habe mir schon aufgehört, mir die Namen zu merken, der Leute, die für uns arbeiten, weil die ja so im hohen Tempo von uns gehen, sich verabschieden. Hoher Verschleiß, ja. Ganz genau. Ich muss mal wieder anfangen. Aber Miriam Riveros, das ist eine Alteingesessene, sitzt ja auch nicht auf dem Schiff, sondern ist eine Forscherin. Mhm. Deswegen hat die auch ein längeres Leben. Das ist wahr. Sind dann doch die Schiffskapitäne. Wir haben auf jeden Fall hier beides ausgewählt schon mal. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht. Vielleicht brauchen wir nur eins von beiden zu erforschen, weil beides auf die Omega-Theorie hinausläuft. Hm. Wir erforschen einfach mal beides, das sich jetzt durch die Quest ergeben hat. Ja, klar, klar. 15 Monate dauert es noch, bis wir den Zerstörer fertig haben. Wenn ich richtig sehe, wurde das gerade länger, die Zeit. Brauchen wir denn überhaupt den Zerstörer, um die schändlichen Schurken der ketzerischen Ketzerei zu besiegen. Was willst du mit den Ketzern machen? Ja, fertig machen. Zerstören? Ja. Jetzt genau, ja, Torgi. Jetzt versprichst du meine Sprache. Nee, aber ich meine, wir haben doch Kriegsschiffe. Ja, sind die denn zu schwach? Kennst du dich damit so aus, dass du sagen würdest, die schaffen es nicht? Nicht zu schwach. Wir könnten jetzt auch noch ganz viele Korvetten bauen und die weghauen. Aber wir müssten welche bauen, sagst du. Ja, auf jeden Fall. Dann auf jeden Fall besser mit der weiterentwickelten Technologie. Oh, wir haben noch eine primitive Zivilisation. Das Zerstören sehr bestechen. Ja, genau. Geil, noch einer. Wo sind die? Auch hier, okay. Ja, die nehmen wir alle hier mit. Klar, ne? Alle bekehren. Genau, da gucken wir uns jetzt mal unseren Beobachtungsposten an. Da können wir nämlich, wir können uns erstmal hier unsere Jungs da anschauen. Was sind das für welche? Sind Pflanzenboys oder was? Vögel. Vögel. Auf einer Ozeanwelt, die 19 groß ist. Na gut. Das können wir ja schon fast rippen, oder? Fast. Ah, ich weiß nicht. Ja, ich glaube, es lohnt sich nicht so. Na gut. Dann wollen wir keine passive Beobachtung, sondern... Stimmt, Ozean ist ja auch nur 60% zurzeit, ne? Ja. Durch subtile Einflussnahme. Indoktrination, ja. Hier kannst du sie natürlich dann ins Raumfahrtzeitalter bringen. Hä, so Quatsch.
Warum ist das Quatsch? Erst indoktrinieren, dann Raumfahrtzeitalter. Das Problem ist, wenn wir jetzt anfangen, die zu indoktrinieren und es nicht schaffen in der Zeit, bis die sich selbst ins Raumfahrtzeitalter bringen, dann ist es einfach nur ein Reich, das wir dann auch angreifen können, aber erstmal ist es nur ein Reich. Na gut, wenn du sagst, dass die Upgrade hilfreich ist, aber was haben wir denn dann? Davon sind das dann automatisch auch unsere Supporter des Weltraumflugs. Das sind dann automatisch unsere, wenn wir die erleuchten, dann sind das, es starten die als unser Protektorat. Mhm. Das heißt, die sind dann unsere Jungs. Im Falle eines Kriegs kämpfen die für uns, sozusagen. Genau. Also erstmal nicht, aber wenn die ein bisschen aufgeholt haben mit der Technologie, dann werden die sowas kämpfen können. Genau. Ja, gut, aber dann überlasse ich die Entscheidung dir. Wir gucken mal, was die für eine Dingsbums haben, was die für eine Einstellung sowieso schon haben. Sehr gut, sehr gut. Militärisch, das ist auch schon mal gut. Und autoritär. Ach komm, mit denen können wir Frieden schließen. Die sind nicht spiritualistisch, aber es ist... Erfinderisch. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier so sehen können. Wie da oben sind doch zwei. Ah, ich muss diesen Ton ändern. Was möchtest du sagen? Oben rechts, jetzt zweimal nach rechts. Da sind doch Symbole und die sind doch militärisch und autoritär, oder? Oh ja, da hast du recht. Da hast du recht. Militaristisch und autoritär. Ja, militaristisch. Mhm. Also damit könnten wir durchaus Freundschaft schließen. Das Spirituelle fehlt da natürlich. Ja. Aber... Boah. Ja, machen wir. Komm, können wir, wir erleuchten die. Ja, sie erleuchten. Das ist super. Ist ja unser Ding. Da müssen wir die Richtlinie ändern. Ich möchte es aber erleuchten. Die erleuchten die. Die Xeno-Studien sind das. Die Xeno-Studien sind unbegrenzt. Super. Ups. Da müssen wir auf die Xeno-Erleuchtung. Würden wir mit den Einheimischen unser Wissen teilen, könnten wir sie aktiv dazu ermutigen, ihren rechtmäßigen Platz in der galaktischen Gemeinschaft einzunehmen. Der rechtmäßige Platz ist der unter uns. Ganz genau. Gut. So, da fühlen die sich auch wohl. Ja, wer nicht. So, Jungs. Ich würde sagen, mit diesem historischen Moment der Erleuchtung, den du jetzt... Den heben wir uns auf. Den heben wir... Wollen wir zusammen? Machen wir Cliffhanger? Okay. Lass uns aufheben. Badass. Du machst dir gerade viele Feinde. Ihr habt's gehört. Das war seine Idee. Er ist hier der Cliffhanger-Typ. Nein, Quatsch. Ist eine gute Idee. Gefällt mir. Lieber Nico, ich bin auch immer wahnsinnig gespannt, wie wir diese eine Quest mit der... Wie heißt sie denn jetzt? Mit der Schlange? Mit der Schlange. Zeit-Tempel. Wie wir das jetzt lösen... Mann. Aber wahrscheinlich schaffen wir das auch total jetzt nicht von den Socken bin ich. Ja, unglaublich. Ja, schreibt es doch einfach in die Kommentare. Was glaubt ihr, was dahinter steckt? Wahrscheinlich sind da einige, die es wissen. In dem Fall schreibt es lieber nicht in die Kommentare. Macht uns die Überraschung nicht kaputt. Wir sagen einfach Tschüss. Ach ja, und allgemein nochmal an der Stelle gesagt, wenn ihr hier merkt, dass wir spielerisch irgendwas grundlegend verkehrt machen, und das kann ja immer sein, das ist ja ein so komplexes Spiel, dann sagt uns das ruhig, da freuen wir uns. Direkt raushauen. Über so Tipps. Immer offen für Vorschläge. Genau. Falls ihr auch noch Fragen habt, dann auch raushauen. Immer. Das ist so ein Spiel, da kann man nicht genug wissen. Einfach, das ist auch nach, hast du glaube ich mal gesagt, auch nach 100 Spielstunden googelst du da immer noch Sachen. Also das ist ganz normal. Ja. Alles klar, wir beenden die Folge und sagen Tschüss. Tschüss.